So. Rainer, du bist viel zu schnell. Bin ich zu schnell? Ja. Ich bin zu schnell für diese Welt. Ja, du kommst einfach zu schnell. Ich komme immer zu schnell. Erster. So. Heute werden wir Veränderungen vornehmen im Verein. Ich wollte ja eigentlich an deinen Stuhl sägen. Habe ich aber Angst. Denn wir nehmen ja immer die Vereinsbänke der normalen Mitglieder, um zu üben. Und willst du an meinem Stuhl sägen? Das würde mich jetzt interessieren. Wäre nur mal so eine Idee gewesen. Habe ich schon wieder verworfen. Nein, um ernst zu bleiben, wir haben neue Schränke bestellt. Dazu müssen wir diese Bank kürzen. Das wird super geil. Wir brauchen eine Weite von 2,40 Meter circa. Alex, kannst du mich mit festhalten? Geht nicht, ich habe eine Kamera an der Hand. 1 Meter, 2 Meter. Oh. Die Bank hält ja nicht, wenn ich hier absäge. Ich muss die Bank notgedrungen hier absägen schon. Das Problem ist, wenn ich hier säge, ich will die Fliese nicht beschädigen. Das hier absägen und hier absägen. Das kriegst du mit dem Oschi hier hin? Mit dem Oschi krieg ich das hin. Mit der Kreissäge auch? Ich brauch jetzt mal deine Hilfe, Zollstock halten. Ich soll mich hinstellen? Das Ding wegstellen, ich brauch deine Hilfe. Hätte ich mein Lasergerät mitbringen sollen. Wenn ich meinen Zollstock ansetze, dann stimmt das auch. Immer? Immer. Hast du noch nie gemogelt bei der Größe? So am dunklen Schaum, wenn das keiner gesehen hat. So. Jetzt müssen wir nur noch eine Handsäge haben. Und die habe ich natürlich nicht da. Stichsäge nicht, ne? Aber because we have no Stichsäge, machen wir für heute Feierabend. Ja, du hast ein türkischer Freund, hat der eine Stichsäge oder was? Ahmed? Ahmed und Handsäge. Vielleicht hat er eine Stichsäge. Oder wir sehen uns. Ich lass das drin, ne? Hau dir gleich. Ich hab richtig gerissen, wie ein Tier. Guck, ich muss das passende Sägeblatt finden, von der Länge her. Länge ist immer entscheidend. So. Und? Hat gut geklappt, siehst du? Sag mal ja. Hm? Oh. Da ich schon die Schrauben gelöst habe, pass mal auf. So, Alex. Ja. So, geschafft. Ich ziehe eine Linie. Eine gedachte Linie so hin. Du hast gerade wirklich gesagt, du ziehst eine Linie, ja? Ja. Ja. Die Handsäge wegen ist gut. Komm, halt. Okay, wenn da vielleicht eine Eisensäge. Versuch mal damit, aber hier kriegen die Flügel da nicht durch. Oh, ärgert mich, du. Also ärgerlich, du Mann. Das wird super geil. Wir haben den Schlüssel zum Glück. Kasten, der jeden Heimwerker glücklich macht. So sexy. Oder? Sollte jedermann zu Hause haben, finde ich. Ja. Alles hat seine Ordnung. Knarre. 15er Nuss. Müsste passen. Nächste Woche ist 13. 13er? Erinnerst du dich? Ich habe im letzten Video gesagt, dass ich das gerne benutze. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Tja. Du kennst auch keine anderen Nüsse, ne? Ob ich keine anderen Nüsse kenne? Ja, du kennst keine andere Größe. Ja, ich weiß nicht. Bei dir ist jeder noch 13. Ja, ich weiß nicht, ob du so viele andere Nüsse kennst, aber... Ja. Nee, weißt du was? Du könntest einen 13er auf den Ringmaul holen. Ich löse die mit der Knarre, weil die schwer sind. Kommst du eh nicht an. Und dann könntest du die schon losdrehen. Ein 13er Ringmaul. Die mir auf den Kopf schlage. Wenn du es nicht hinten reißt. 13er Ring, warte, Entschuldigung. Ja, 13er Ring. Haben sie ja gerade durch. Einer 13er Ring, ne? Ja, ungefähr. Ist 12,5. Muss ich jetzt eine Nuss von zu Hause mitbringen, die reinpasst. Hier. Da. Ach, nee. Schon wieder am nächsten. Also, das ist halt zum Mäusemähen, du. Das wird super geil. Ehrlich. Wir haben eigentlich das Werkzeug so top. Ja? Nur ahnst du, dass die Nuss da nicht reingeht in die Löcher. Sieht zwar nicht so schön aus, aber. Scheißegal, steht in den Schrank vor. Eben.
Wobei, jetzt steht auch ein Schrank vor der Bank, ne? Oh. Rainer, du bist der Schrank vor der Bank. Ich bin der Schrank. Ich bin der Fels in der Brandung. Das wird super geil. Check the mic and make sure it sound right, boys. Alex, gleich haben wir Glück. Ich habe eine Nuss gefunden.